mir zu Hause. Ich nähe heute, glaube ich, das anfängerfreundlichste Kosmetiktäschchen, was man sich nur vorstellen kann. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, freue ich mich natürlich über ein Abo und vergesst nicht, das Glöckchen zu aktivieren, dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Wenn ihr blutiger Anfänger seid und noch ein Projekt sucht, bei dem ihr auch noch punkten könnt, weil das sieht natürlich richtig toll aus, dann ist das hier das richtige Täschchen. Es hat nämlich keinen Reißverschluss, wird nur mit Druckknöpfen geschlossen und hier oben noch mit so einer Lasche. Natürlich auch für die Profis unter euch. Ihr könnt das natürlich auch nachnähen. Man muss nicht unbedingt Anfänger dafür sein. Vor Weihnachten habe ich ja eine Verkaufsaktion gestartet und habe einige meiner Einzelstücke auf Instagram an euch verkauft. Und es sind sage und schreibe 150 Euro zusammengekommen, die ich dem Tierschutzteam Köln e.V. spenden konnte. Vielen lieben Dank! Wenn ihr meine Arbeit hier auf YouTube unterstützen wollt, dann gebt doch dem Video einfach einen Daumen nach oben. Und jetzt geht's aber an die Nähmaschinen. Das Schnittmuster findet ihr wie immer unten in der Infobox. Bei beiden Stoffteilen A und beiden Stoffteilen B habe ich unten in den Ecken jeweils ein 5x5 cm großes Quadrat rausgeschnitten. Und auch die beiden Stoffteile A, also auf den Außenstoff, könnt ihr auch gleich eure Flieseline aufbügeln. Ich arbeite heute mit beschichteter Baumwolle, da wollte ich nicht draufbügeln, deswegen habe ich meine Fließeinlage hier drauf gequiltet. Und bei der Lasche, beim Stoffteil C, kann die Flieseline auch gleich auf die Rückseite aufgebügelt werden, aber nur zur Hälfte. Und dann nehme ich mir auch die Lasche, also das Stoffteil C, und knicke das mit den rechten Seiten aufeinander, der Länge nach. So. Und nähe dann mit einer Nahtzugabe von einem Zentimeter einmal die linke Seite zusammen und die rechte Seite zusammen. Hier oben das bleibt dann auf, dadurch wende ich dann die Lasche. Die Nahtzugabe rechts und links habe ich auf 3 mm gekürzt. Und hier unten die Ecken habe ich so schräg abgeschnitten. Und jetzt kann vorsichtig gewendet werden. Das Stoffteil D lege ich mir mit der rechten Seite nach oben vor mich und knicke es einmal in der Mitte. Das ist ja 20x20 cm groß, also da kann man nicht in die verkehrte Richtung knicken. Und dann nähe ich, fange ich hier an zu nähen mit einer Nahtzugabe von einem Zentimeter nach hier oben und verriegel hier wieder. Fange hier wieder an zu nähen. Und dann geht das hier rüber und lasse mir hier oben eine ca. 8 cm große Wendeöffnung. Ich habe mir die Nahtzugabe etwas gekürzt, nur hier oben bei der Wendeöffnung den Stoff habe ich stehen lassen und die Ecken habe ich schräg zurückgeschnitten. Jetzt wenden. Nach dem Wenden habe ich die obere Kante einmal vom Anfang bis zum Ende abgesteppt und hier unten ist noch meine Wendeöffnung. Dann lege ich das Stoffteil B mit der rechten Seite nach oben vor mich. Und da habe ich mir schon mal die Mitte markiert. Und von meiner Aufsatztasche, das knicke ich einfach einmal in der Mitte und falze hier an der Kante etwas mehr, dann sehe ich die Mittellinie und lege die jetzt mittig hier auf den Stoff. Und von der unteren Kante hier 3 cm oben, so, da lege ich die Tasche an und nähe jetzt nur die rechte Seite, die untere Seite und die linke Seite hier am Innenstoff fest. Dadurch schließe ich automatisch die Wendeöffnung. Ich habe meine Innentasche noch einmal in der Mitte geteilt, also einfach von hier unten bis nach hier oben einmal abgenäht. Ihr könnt das natürlich auch auf 3 Fächer machen. Ich habe mich jetzt halt für 2 entschieden, weil ich finde, das ist die perfekte Größe, um nochmal einen Lippenstift oder einen Nagellack reinzumachen. Jawohl. Nun lege ich ein Stoffteil A mit der rechten Seite nach oben vor mich. Dann nehme ich mir meine Lasche C. Und die lege ich jetzt mittig hier oben an den Rand an. Also hier oben bündig dran. Und
Dann nehme ich mir jetzt meinen Innenstoff, auf den ich die Tasche aufgenäht habe. Und den lege ich mit der rechten Seite nach unten, überall bündig an. Und nähe dann mit einer Nahtzugabe von 1 cm den oberen Rand vom Anfang bis zum Ende zusammen. Das andere Stoffteil A lege ich mit der rechten Seite nach oben vor mich. Dann nehme ich mir das andere Stoffteil B. Das lege ich mit der rechten Seite nach unten, überall bündig an. Und nähe jetzt hier oben an der Kante mit einer Nahtzugabe von 1 cm ein Stückchen zusammen. Dann verriegel ich wieder, fange hier wieder neu an zu nähen, verriegel und nähe bis hier drüber. Und lass mir hier oben eine ca. 12 cm große Wendeöffnung. Die Stoffe klappe ich auseinander und lege dann das eine Teil mit der rechten Seite nach oben vor mich. Dann nehme ich mir das andere Teil und das lege ich jetzt mit der rechten Seite nach unten. Außenstoff auf Außenstoff und Innenstoff auf Innenstoff. Achte dabei, dass die beiden Nähte hier direkt übereinander liegen. Auf der einen Seite genauso wie auf der anderen Seite. Stecke mir das dann fest und dann nähe ich die lange Seite zusammen, die Seite, hier oben die Seite und die Seite. Und alles mit einer Nahtzugabe von 1 cm. Und was ich noch vergessen habe zu sagen, die Nahtzugabe hier oben bei den beiden Nähten, die ich direkt übereinander gelegt habe, habe ich in Richtung Innenstoff gelegt und dann alles zusammengenäht. Und jetzt geht es an die Bodenabnäher. Dafür greife ich hier unten in die Öffnung rein, ziehe den Stoff auseinander und lege die beiden Nähte direkt übereinander. Lege dann die eine Nahtzugabe in die eine Richtung, die andere Nahtzugabe in die andere Richtung und nähe dann mit einer Nahtzugabe von 1 cm hier drüber. Und genau so verfahre ich mit den anderen drei Ecken auch. Die Nahtzugaben hier an den Ecken habe ich mir jetzt etwas zurückgeschnitten, damit das denn innen drinnen nicht so wulstig ist. Und jetzt, Moment, wo ist er? Einmal durch die Wendeöffnung wenden. Die Nahtzugabe der Wendeöffnung habe ich nach innen eingeklappt, habe mir dann die Klammern hier drum gemacht und den Innen- und den Außenstoff habe ich hier überall schön bündig übereinander gelegt. Jetzt nehme ich mir mein Nähtischchen ab, lege das dann drüber, nähe einmal komplett hier außen am oberen Rand knappkantig drumherum. Damit schließe ich automatisch die Wendeöffnung. Und wenn ich dann hier hinten bin, muss ich nur aufpassen, dass meine Lasche beim Nähen in die Richtung liegt, also dann nähe ich hier drüber, nicht, dass sie so nach hinten liegt. Und jetzt noch die Druckknöpfe anbringen. Einmal hier oben an der Lasche. Und zwar habe ich da den Druckknopf mittig und 2 cm von dem Rand hier unten angebracht. Dann einfach die Lasche einmal umklappen und schauen, wo der Druckknopf hier da am besten auftrifft. Also nicht so eng machen, dass es dann so zieht, sondern so ein bisschen Luft lassen. Weil wenn was in der Tasche drin ist und die noch ein bisschen Volumen hat, dann soll ja oben der Deckel, also oder diese Lasche hier noch zugehen. Da habe ich mir das Gegenstück dazu angebracht und dann, Moment, das mache ich jetzt nochmal hier auf, noch hier am Rand. Ich hole euch mal näher ran. Da ist hier ein Knopf und das Gegenstück dazu ist da. Und dann kann man das einfach nur wie so eine Ziehharmonika zusammenklappen und dann hier drauf drücken. Und so ist es dann rechts und links zu. Gut. Also, das ist jetzt von der Naht hier in der Mitte 3,5 cm in die eine Richtung und 1,5 cm von oben. Da habe ich den einen Knopf angebracht. Dann wieder von der Naht in die andere Richtung 3,5 cm und 1,5 nach unten. Da habe ich den hier angebracht. Und ihr seht ja, wie das hier angebracht werden muss. Und auf der Innenseite sieht man die Druckknöpfe. Auch hier. Ich finde das nicht schlimm. Ich finde, dann ist der
Die Flieseline ist dann nochmal super daran befestigt und die Druckknöpfe haben auch genug Halt. Und natürlich auf der anderen Seite auch 3,5 cm und 1,5 cm. Und so schnell ist das kleine Kosmetiktäschchen fertig genäht. Ihr könnt aber auch gerne nochmal hier in die Videos reinschauen. Vielleicht ist da ja noch das ein oder andere für euch dabei. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachnähen und bis zum nächsten Mal.